Und somit ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ 19 Uhr mit Daniel und mir, Luzi. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir waren diese Woche auf Sakaal unterwegs und mussten was Trauriges feststellen. Oder vielleicht täuschen wir uns auch nur. Aber keine Sorge, Freunde, es geht auch in diesem Video sehr zur Sache. Was auch zur Sache ging, war euer Support im letzten Video. 824 Daumen nach oben habt ihr uns gegönnt. Vielen Dank, Freunde. Ich hoffe, auch bei der Überlänge ist auf euch Verlass. Ballert also fett die Daumen rein in dieses Video für den maximalen Support. Aber erstmal rein ins Video. Ein persönliches Dankeschön auch an die Leute, die den Kanal sogar kostenpflichtig abonniert haben. Danke Jungs und Mädels für euren Support, aber jetzt wirklich Freunde. Freunde der Sonne oder des Winters, muss man hier fast sagen. Ne? Willkommen zu dieser Episode DayZ 19 Uhr. Wir sind wieder am Start hier auf Sakaal im neuen. Wahrscheinlich im neuen DLC, oder? Im neuen DLC. Mittlerweile hier. Auch schon. Wie lange draußen? DayZ Standalone, Frost Alone. Anderthalb Monate oder so. Sieht natürlich ein bisschen am Surviven auch so, ne? Das ist echt schwer hier auf dem Server. Achso, sorry. Vielleicht mal, lass mal anschleichen, so, ne? Wenn ihr euch hier anschleicht, dann könnt ihr den so abstechen, ne? Oh, episch, Mann. Danke, Mann, Bruder. Danke. Auch krass hier natürlich das Abstechen. Neues Feature im neuen Update. Richtig. 19 Uhr, liebe Freunde, hier natürlich mit Daniel Meluzzi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, so, ne? Das ist geil, ja, so, oder? Auf jeden Fall, was raucht denn da, sag mal? So, sorry. Heli-Crash oder Tankstelle, oder? Ja, es war ja gerade Server-Restart. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Tankstelle ist. Die sind doch bestimmt resettet nach dem Restart. Dann Heli-Crash? Das werden wir rausfinden. Und zwar genau in 3... Wo. Oh, hey. Ein Heli-Crash, cool. Ja, auf dem Server hast du viel, ich weiß. Ach du Scheiße. Gibt's auch Heli-Crashes, weil auf Vanilla gibt's es ja nicht, ne? Ja, gute Beobachtung, Bruder, da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Ich will's nur für die Leute hier nochmal erklären, die es nicht kennen. Ne? Die nur Official spielen so, die kennen das ja nicht, dass es hier Heli-Crashes gibt dann. Ach auf so. Den Community-Servern teilweise, nicht? Du bist manchmal bist du echt unerträglich. Ich weiß, Bruder. Das liegt an der Uhrzeit. Ja. Ich loote schon mal, Freunde. Ja, loote mal schön. Ich kämpfe natürlich wie ein Mann gegen alle Zombies alleine. Ja, und ist aber jetzt nicht der krasseste Loot hier, muss ich sagen. Kann ich nicht beurteilen. Ich kämpfe wie ein Mann gerade. Ich loote wie ein Mann. Ja. Anstatt deinem Bruder zu helfen wie ein Mann. Ach, du brauchst Hilfe, sag das doch. Loot ist ja natürlich so, hier. Boah, krass, habe ich einen männlichen Bruder so, der macht krass, das alles alleine, der braucht keine Hilfe. Egoismus hier natürlich. Direkt am Jammern hier. Nicht nur in der DayZ Standalone, ist auf jeden sondern Fall auch in Real Life. Stimmung hier direkt. So. Nein, Spaß, wir mögen uns, ne? Es kommt immer so rüber, als würden wir uns hassen, oder? Wobei? Ich wollte gerade sagen. Ja. Naja, okay. Achso, ja, naja. Also, ich habe hier auf jeden Fall schon eine M4-Mac gefunden, Bruder. Gut, dass wir auch die passende M4 dazu haben. Ah, da haben wir doch auch das neue Utensil hier, aber das bauen wir alles nicht, ne? Nee, ich hab da auch schon gesagt, das brauchen wir in der Tat alles soweit erstmal nicht, Freunde. Die SK ist natürlich sehr, sehr starke Waffe hier. Zu Beginn natürlich nicht zu unterschätzen. Abenteuerreise hier auf Sakaal. Ja, nice, krass. Ich meine, hier ist ja auch so ein Military-Gebiet. Ein bisschen OP, dass hier zusätzlich auch noch so ein Heli-Crash ist, muss ich sagen. Aber gibt's da oben auch Loot oder was machst du da? Nee, ich halt auch schon ein bisschen. Hier ist so ein erhöhtes Gebiet, wenn du hier drauf stehst. Und was siehst du? Siehst du irgendwas? Nee, gerade nicht, aber das macht man halt so, ne? Gut, dass du Ausschau hältst auf jeden Fall. Aber das kennst du ja natürlich. So! Liebe Freunde! Ich spiele das Game seit 10 Jahren. Ja? Sicher? Ja, sicher. Ich schon. Guck mal. Ich guck einmal weg und schon hast du 3 Zombies hinter dir. Das liegt aber an einem Bug, ne? Was ist da der Bug jetzt gewesen? Ich bin in einem Ordner drin von Bohemia, dass die mir alle Zombies auf den Hals setzen, egal was ich mache. Gegner schießt Zombie-Aggro. Ich mache nichts Zombie-Aggro. Ich beende das Game Zombie-Aggro. Ja, das haben wir häufig schon beobachtet, dass wir da leicht gehandicapt sind. Richtig, aber wir brauchen das Handicap ein bisschen, um ein bisschen schwerer zu haben hier auch, ne? Ist aber gut, Müll, ne? Ich will nicht abschweifen, Bruder. Server ist halb leer und wir suchen mal unseren ersten Gegner oder ersten Freund, ne? Oder nicht? Ja. Nee? Ja, jo, auf jeden Fall bin ich hier auf die Map, oder ich würde sagen, wir hauen richtig rein hier in Sakaal und sehen uns gleich wieder. Let's nice. Fucking go, baby! Ja, Mann! Freunde, wir haben hier Freunde. Oh, sorry. Wir haben eine, ja, jetzt sag doch auch. Also, auf jeden Fall haben wir eine kleine Minibase gefunden. Wir haben eine kleine Entdeckung gemacht. Halt so einen Schuppen abgedingst.
Und ich nehme an, die wurde schon angeraided. Also eigentlich müsstest du dann nur noch oben diese Balken hier killen. Angeraided, Und dann könntest du rüberhüpfen irgendwie, ne? Ja, aber die Frage ist halt, was willst du da drin, ne? Da ist ein so ein Kasten ganz hinten. So, ich glaube jetzt nicht, dass der es wert ist, da jetzt Munition für Nee, null, aber wäre natürlich jetzt... Alter, wir sind 5 Minuten in der Aufnahme, ich kann nicht mehr reden. Ja, das ist normal in der Daisy Standalone. Aber das theoretisch können wir jetzt hier die Balken so killen so und dann so rüberjumpen. Hast du das Gefühl, dass die Daisy Standalone sich negativ auswirkt auf deine kognitiven Fähigkeiten? Nur auf mein Sprachzentrum tatsächlich. Auf das Sprachzentrum, ja. Genau. Ja, natürlich. Und dann, aber sonst geht's eigentlich. Ja, ich sag ja, das ist aber so bist du eigentlich auch privat, normal. Aber gut, ja, Freunde, gut. Ich würde sagen, wir ziehen weiter, wenn wir auf jeden Fall in die Richtung hier, das ist da fast die Richtung. In der Nähe der Insel, in der Nähe des Bunkers schon, ja, wir haben da Schüsse gehört. Übertreib doch nicht. Auf jeden Fall ist hier so eine Stadt, da könnten Schüsse herkommen oder hier Richtung Military, auf jeden Fall haben wir da jetzt mehrere Salven schon gehört. Irgendwas voll Automatisches, jetzt komm doch her. Übertreib doch nicht, Salven. Ja, das da war ein Schuss mit einer Pistole, Spaß. Nein, das waren schon Salven. Ja, ich weiß. Das war schon ein bisschen, ja, siehst du? Sag ich doch. Hast du auch gehört. Ja. Ein Bär auf dich, Bruder! Bruder! Hilf mir doch, schieß doch! Bist du tot? Ich liege. Ja, Freunde, wir wurden mal direkt hier vom Bär angegriffen. Der Bär kommt! Isekupu! Kittihü! Hör doch auf zu reloaden, Junge! Oh. Bist du da? Ich bin bewusstlos. Immer noch. Ich glaube, ich komme jetzt zu mir. Alter, ich friere, ich habe 2000 Schnittwunden, ich bin fast tot. Und der Bär? Den habe ich mit meiner Wikinger-Axt geköpft. Ah. Ey. Wie lange liegst du denn, Junge? Ich weiß es nicht. Ich war eigentlich voll Herz, so. Aber ich sehe schon, weißt du, das Auge geht schon so auf. Okay, nice, danke. Hey, kein Ding, bin da für dich jederzeit, so du weißt. Geil, Mann. So. Mir ist kalt. Wo ist der Bär da? Nice. Rotes sehr, sehr gut, Bruder, natürlich hier eingezieltes Schuss hier in die Bärenfresse. Roter Apfel, meine ich. Ja. Gerne, Mann. Ich blute nicht mal, ne? Ich war wirklich 5 Minuten jetzt gerade bewusstlos. Krass. Ja. Was aus der Daisy Standalone geworden ist, ja. Krasses Survival-Game. Ja, wir sind eigentlich auf dem Weg mal Richtung Bunker. Vielleicht sehen wir da jemanden. Wir sind hier gerade das ganze Military-Gebiet, das wir wahrscheinlich letztes Mal, oder? Vorhin schon gezeigt haben. Mal abgelaufen. Keine Sau. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Saka langsam stirbt, so, ne? Es ist leider so. Ich habe gerade mal geguckt. Steam-Reviews 1000. Es sind 1000 Steam-Reviews. Und da das DLC auch schon einen Monat draußen ist, habe ich die traurige Befürchtung, das war's fast, ne? Ist nicht viel, ne? 1000 ist echt nicht viel. Ja, kannst du mal gucken, so neue Games, die rauskommen, ne? Und das mal vergleichen, wenn ein neues Game rauskommt, wie viele Reviews hat das oder so, ne? Wenn das nur 1000 Reviews hat, das ist nicht viel nach einem Monat. Das ist wirklich sehr wenig. Ja, das ist sehr wenig. Ja. Ja. Gut, ich meine, klar, für Bohemia... 28 Euro. Cash Grab nochmal, 28 Euro hier für die Map. Die dann in 5 Jahren wieder gratis ist wahrscheinlich. Ja. Für die nächste DLC-Map oder wie? Ja, so ist es. Ach, du Kacke. Ja gut, ne? 70 Euro, glaube ich. Ja. Ja, sad auf jeden Fall. Wir probieren es nochmal, da jemanden zu finden und wenn nicht, dann müssen wir uns was überlegen. Müssen wir vielleicht Map wechseln, Server wechseln, was auch immer. Lass uns mal überraschen, wa? Ja, let's go, meine Freunde. Das Einzige, was uns hier begegnet, ist ein Bär. Ja, der hat mich fast gekillt. Ja, wahrscheinlich Wölfe gleich. Oh. Perfekt. Ach, Freunde, ich weiß auch nicht, was ich machen soll mit dir, ne? Wieso? Ja, wir rennen hier rum, die ganze Map. Und keiner ist hier. Jetzt sind wir schon am Bunker angekommen, Freunde. Ja. Vanilla-Bunker hier. Ach Gott. Den gibt's auf Sakalia auch. Also. Alter, was ist das denn? Ich blute, Bruder, nach einem Hit. Wieso das denn? Gelbes Leben. Deine Jacke, die ganze Kleidung ist hinüber, ne? Das ist kein Wunder, dass es dir schon wieder kalt ist. Bist du ready? Ja, natürlich, der Bär hat mich auch geschlagen. 3, 2, 1. Let's go, baby! Aber im Bunker muss man natürlich die ein oder andere Fackel noch anmachen, mein Freund. Ja, das ist richtig. Müssen wir natürlich hier kurz abwarten. Oder natürlich hier die etwas modernere Technologie, Taschenlampe, benutzen. Na, ich stehe auf so altmodische Technologie hier. Guck mal, viel mehr Licht. Ja, perfekt. So, können wir jetzt mal rein auch, oder ist das... Schleusensystem. So. Ist immer so ungeduldig in dem Game, ne? Ja, Alter, du bist auch nicht jünger.
Man weiß jeden Tag mehr zu schätzen, je älter man wird. Junge. Wirklich. Und sag was mache ich hier? So. Ich stehe hier in der Daisy Standard und warte, bis die scheiß Tür aufgeht. Du stehst hier in der Daisy Standard und wartest, bis du mal einen Spieler beginnst, weil der Server fast tot ist. Ja, das auch. Gut. Ich würde sagen, du gehst rüber und machst die Türen auf. Achso. Ja, das war's jetzt hier schon, oder wie? Das war's hier schon, das ist der ganze Bunker. Ja, da sind auch geil. Vier Räume, aber wir haben jetzt leider nicht die Mittel und Wege, da reinzukommen. Wir dachten, hier finden wir ein bisschen Action, so vielleicht campt ja einer so, ne? Aber irgendwie ja, ist ja auch wieder nichts los. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Ja, nicht wegen Loot, sondern eher wegen Spielern halt, ne? Aber natürlich alles friendly. Geht's, oder? Hier hast du einen Weg. So. Hier merkt man mal wieder, mit Freundlichkeit und Höflichkeit kommt man weit in der Daisy Standalone. Das ist richtig, mein Freund. Ich bin hier kurz vor dem Sterben, aber es interessiert dich ja nicht. Ja, das stimmt. Ich müsste schon lange ein Feuer machen, Amimur, der ist verwehrt. Ja, dass wir jetzt hier mal den Bunker zeigen. Wir sind hier, um Spieler zu finden, oder? Ey, ich habe sogar Granatwerfer, Junge, was ist das? Ja, und auf wen willst du hier schießen? So. Wirklich, der Server ist echt komplett leer. Niemand spielt das mehr, ne? Warum? Ich kann mir das nicht erklären. Bones? Ja, Zombies oder wie? Was, ja. Ja gut, dann machen wir einen kleinen Cut oder wie? Ja, mal gucken. Vielleicht sehen wir uns gleich in Chernarus wieder oder auf Livonia oder was für Maps gibt es noch hier? Dagestan. Normals zum Beispiel. Also. Normals gibt es auch noch. Da merken viele den Unterschied wahrscheinlich eh nicht. Aber ja, spiel jetzt auf der Konsole. Dann schreibt in die Kommentare, ist da noch was los? Was ist denn jetzt schon wieder? Ey, Alter, what the fuck? Was, du bist tot? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Nice. Was? Von was denn? Als ob jetzt einer war. Vor mir! Oh nein, ich bin direkt reingelaufen, Bruder. Jetzt campt da einer auf einem leeren Server in diesem dummen Gebäude. Ja, das ist richtig. Ich will das nicht mehr, Bruder. Ich auch nicht. Wirklich. Freunde, Zerberstung, Zerstörung. Freunde der Sonne. Es ist wieder Sommer. Übertreib es ist Herbst nicht. Angesagt. Frühling, ja. Sommer, der Winter ist besiegt und der Server ist knackenvoll auf Chernarus. War das eine Anspielung? Nein. Hey. Egal. Ja, gut. Wir sind hier auf Chernarus unterwegs jetzt. Gerade auf Frostline, auf Sakaal habt ihr ja gesehen, da gibt es genau nur noch einen Camper, der das DLC spielt. Dem ist viel begegnet. Wir haben auch gerade nochmal nachgeguckt, es sind 18 Spieler auf dem Server. Also es ist wirklich komplett dead. Also hier, der ist hier knackenvoll. Ja, über 100, ne? Über 100. Ich glaube 90, oder? Nee, 100 von 100 Spielern sind hier drauf. Oh mein Gott. Ja. Das sieht man natürlich, dass Chernarus natürlich der alltime beliebte Drang ist hier zu gamen. Ja, sehr, sehr. Was war das? Nichts. Was war das? Nichts für dich. Ich hab dich gehört, wie du dich anschleichst, Junge. Durch das Ding! Durch das Ding! Durch das Regal! Ey, du bist das Durch allerletzte. Durch das Regal, Alter. Du bist das allerletzte, Junge, ne? Nach 10 Jahren, Alter. Ich bin jetzt hier weg. Oh, da ist schon der erste Fully-Quit. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, Bruder. Hallo. Jetzt benimm dich mal. Komm. Wie aggressiv, Alter, wie aggressiv. Jetzt reiß dich mal zusammen. Alter, jetzt reicht's, Junge. Zwei Hits schon. Die Tür ist abgeschlossen, was ist das denn? So, jetzt mal quitt. Ich hab gelbes Leben schon. Ich bin fast tot. Jetzt hör doch mal auf. Ich bin fast tot. Jetzt hör doch mal auf. Ich muss mich auch verbinden. Hallo. Ich bin fast tot. Wir sind jetzt quitt. Das geht schon den ganzen Abend so. Hey, chill, ich bin jetzt friendly. Chill, ich hab auch schon drei Viertel Leben weg. Also, drei Viertel hab ich noch. Ja, schön für dich, ich bin gelb. Ja, ich auch fast. So, jetzt komm. Der Fully Equipped, der war irgendwo hier. Oh fuck, ich hab ihn gesehen. Da liegen schon die ersten Leichen. Der hat uns gesehen hier. Safe, oder? Wo ist denn der? Guck mal raus. Warte. Oh. Hast du ihn gesehen? Ja, rennt weg. Oh. Wow! Neben, da war doch gerade einer. Hello? Was, wo? Hey, oh mein Gott, I think you was my friend.
Oh my god, who are you? No, hello, hello. I'm just a player. Ah, okay. Can we make an interview with you? Yeah, yeah, sure. Why you are playing from? Not Sakhal? Geh doch nicht direkt rein. I don't know, I'm just started the game right now. I'm new player. Okay. But you know what we mean? Did you buy the new DLC, Frostline? No, no. Oh, why not? I don't know. Okay, okay. Yeah, that's a good reason. Thank that's you. Cool. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Where are you from, by the way? You too, guys. Hungary. Oh, nice to meet you, my friend. Nice, nice. Ish. We love Hungary. Woohoo, baby. And you guys, where are you from? Croatia, baby. Croatia. Ja, gut. Nice. Das war's auch, würde ich sagen. Nice to meet you, my friend. Have a nice day. For Bulgaria, baby. Wahrscheinlich Bulgaria. Hat er Ungarn gesagt? Ja. Oh, scheiße. Der denkt sich auch so, was für Spacken. Aber hey, naja. Gut, da sehen wir, das Interview natürlich hier Wunder bewirkt. Er hat es einfach nicht gekauft. Wir müssen jetzt natürlich auch rausfinden, woran liegt das? Warum spielen die Leute nicht das neue DLC? Richtig, das ist unser Hauptauftrag heute in der heutigen Episode. Und ich frage einfach jeden, ne? Ist mir egal. Ja, also es kann ja nicht wahr sein, oder? Das ist, also ich finde es auch wichtig, dass wir Bohemia da mal Feedback liefern. Richtig. Vielleicht gibt es ja Gründe. Richtig. Wir können. Also, ich will nichts vorwegnehmen. Vielleicht liegt es daran, dass es 28 Euro, vielleicht, aber ist jetzt nur eine Vermutung. Ja, der Preis war schon hoch für den DLC, ne? Bin ich ehrlich. Ist schon hoch, ne? Aber würdest du sagen, nee, wir nehmen nichts vorweg. Wir lassen hier das Volk sprechen, Bruder, und sehen uns gleich wieder beim nächsten Kandidaten. So sieht's aus, Mann. Nice. Do you need help? Ist der bewaffnet? Need help? Es braucht Hilfe. Yo, hello. Hey, who are you, man? We help you, no problem. Ja, Mann, wir helfen ihm. Alter, er schwingt da mit dem Messer da rum, Junge. Hätte ich fast getroffen. Oh, Scheiße. Ja, wir machen das hier zu dritt. Let's go. Yo! Oh, shit. No. No problem. Oh, hey. Hey, buddy, what's up? No problem, my friend. Where are you from? Hallo? Where are you from? Yo, hey. Where are you from? Which country? Raschki, privet. Which country, my friend? Ist das ein großer Bruder mit der SKS drin, oder was? Nintendo, Brasil, Nintendo. Ah, hola. Ah, hola. Hola, Brasiliana. Yes. Ah, cool, man. Brasilia, nice. Baby. Very nice. But you speak English, right? Frag ihn mal, warum er nicht das DLC spielt. Kannst du nicht Spanisch ein bisschen? Oder was sprechen die da? Portugiesisch, Spanisch? Portugiesisch, Brasilianisch, ist das überhaupt ein Unterschied? Alles? Wait a second. Delega, Luchi, Delega, Luchi. Luchi, Delega, como estás, baby? Yes. Ah ja, interessant. Ja. Und warum spielt er jetzt nicht Frostline? Why you don't play Sakhal Frostline? Oh, sorry. Why you playing not Sakhal Frostline DLC? Yes. Jetzt bleib doch mal stehen und red mit uns, Mann. Ey. Ja, geh doch weg. Frostline? Ja, komm, lass den nächsten suchen, der ist nicht so gesprächig. No. Warum? You know. Why not? No. No Frostline? Como no, no Frostline? No. Was soll das denn? Okay. Ja, Freunde, leider kann der liebe Junge Rucksack, oder das kleine Mädchen, was auch immer das war, kein Englisch. Wieso wackelt der so? Darum konnten wir nicht rausfinden, warum der keinen Sakhal spielt. Auf jeden Fall hat er keinen Sakhal, ne? Also schon mal der zweite. Vielleicht auch nicht verfügbar in Brasilien, wissen wir nicht. Ah, Geoblocking? Geoblocking vielleicht, ja. Ja, kritisches Thema. Gut, ja. X war auch mal gesperrt in Brasilien, glaube ich, ne? Ja. Von daher kann ich mir vorstellen, dass auch Daisy Frostline natürlich als kritischer Inhalt angesehen wird. Na klar, wenn man da in der Eiseskälte rumschwirren muss, ist schon brutal auch, ne? Und die Regierung natürlich mit bestem Wissen und Gewissen versucht, ihr Volk zu schützen. Alles klar, Bruder, ich würde sagen, wir machen uns auf und suchen den nächsten. Auf jeden Fall, das Interview muss weitergehen. Wo ist ein Spieler?
Der Spieler oben in der Police, ich habe ihn gerade reingehen sehen, der war auf dem, wo bist du jetzt? Neben dir. Ah, neben mir. Auf dem linken Balkon habe ich ihn gerade gesehen. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal den Kontakt mit ihm auf, oder? Würde ich auch sagen. Hello, my friend, you are friendly? We are new in this game. Hello. Are you good? Hello. Was war das für ein Kind? Ist das der Brasilianer? Aber oben auf dem Dach, das ist nicht der Brasilianer. Das ist jemand anderes. Der hat doch gerade nachgeladen. Hello, friendly guys? Das Kind hatte, glaube ich, keine Waffe. Yo, in the police station. Could you please talk? Friendly? Hello. Friendly? No! Please, don't kill me, please. Yeah, okay. Can we do an interview, please? I'm not sure, but... I'm here and you are there, you know? Yo, look, bro, we just want to talk. We just have a few questions. Ruby gaming, only a few questions, okay, yeah. Can we move. Come up? Don't move. Whoa, okay. Don't move. I have a pump gun. Tommy. What the? I shoot. Thank you. You're very friendly, my friend. Ja, I'm very friendly. Also ich verstehe gar nichts mit diesem Kind. Bye, my Brazilian friend. Was? Adios. Okay, adios. Do not kill yourself, man. Bye, adios. Alter, das ist ein Kind. Du kannst doch nicht zugucken, wie sich ein Kind erschießt. Sorry. Could you please leave? Hello? Kill me, please, kill me. I can't, no, man. No killers, we are no killers, we are friendly, sorry. Please. So, we are no murderers. Das ist kein Kind einfach so. Cherno. Hallo? We are don't murder, man. We are friendly, we don't kill you. Could you just leave? Yeah. Just leave, please. My name is... Kaka. Yeah. Kaka! Woo! Kaka. Yes. Kaka. Goodbye, Kaka. Goodbye. Please. Goodbye, Kaka. No, I'm friendly. No. Hey, chill. Please. You can go upstairs, yo. Go kill upstairs. Kill me, please. I hope you don't kill this child, man. Oder. Was geht hier vor sich? Bye. No, don't. I have a pop gun. One, two, three. Hast du eine Waffe? Nee. Oh doch, aber keine Muni. I swear, I kill you. Hello? Why you kill a child, man? Bye. Nein! Whoa. Oh my god! Stop. Oder oben steht er. He kill. Where are you from, buddy? Oh my god. Germany, and you? No, Francais. Oh my god. What the fuck? Okay, hör mal. Wir kommen jetzt hoch, ja? Ey, ich bin nicht alleine. Ich bin. Was ist passiert? Gut erschossen. Warum schießt ihr? Warum schießt ihr? Wir haben nicht geschossen. Wer hat hier geschossen? Ja, ist da noch jemand? Du lügst doch, oder? Kannst du mal eine Waffe nehmen? Wer ist hier? Ey, ihr seid doch hierher gekommen und auf einmal sterben hier Leute. Wow. Ja, wird schwer, du liegst genau auf der Treppe, shoot. Bruder. Ich hab nur den Mörder meines Freundes angeschossen. Nur die Waffe und dann irgendwie verstecken oder so. Gut, und ich versuche so schnell wie möglich wieder da zu sein. Was für eine Waffe hattest du? Wo ist er? Irgendeine Pistol, FX war das, glaube ich. Oh, die liegt genau auf der Treppe, Digga. Ja, du kannst sie so hingraben, weißt du? Also, die sind zu zweit da oben. Dann kam Inside. Oh Mann, wir verstehen. Wir werden ja alle sterben, weißt du das? Irgendwie kenne ich deine Stimme. Woher kenne ich deine Stimme? Oh shit. Kann ich schon, soll ich laufen? Woher kenne ich deine Stimme, verdammte Scheiße? Oh Mann, Alter. Ich lauf. Alter. Wer bist du? Ihr haltet alle die Scheiße. Vielleicht besser als jetzt fünfmal zu sterben. Oh mein Gott, Tommy, das sind die Verrückten. Das sind irgendwelche Roleplayer, Alter. Scheiße. Ich versuche jetzt eine Pistole zu grabben. Der Typ ist. Kommen Sie nicht rein! Hab sie gegrabbt. Geil. Ich gehe unten Bad und warte.
Perfekt, ich renne, Bruder, ich renne. Du könntest... Von unten, ich hab's nicht getan. Mein Name ist Isaac, Isaac Rosenschild. Man nennt mich auch den Goldjungen, verdammte Scheiße. Was wäre denn euer Deal? Ich will Gold. Gold? Hast du Gold? Ja. Ich liebe Gold. Also, für Gold würde ich alles tun. Auch Menschen töten. Außer dich natürlich. Dich lasse ich am Leben. Ich merke schon, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Es tut mir wirklich leid, dass sie den Verlust ihres Freundes, da tatsächlich Verursacher war. Ja. Aber wir kämpfen hier um unser Leben, verdammt. Wir wollten nur ein Interview mit euch führen. Und ihr erschießt ihn einfach. Ja. Ja, verstehen Sie nicht die raue Zeit hier in dem ganzen Alter? Jeder versucht zu überleben. Wenn ich versuche, jemandem freundlich zu begegnen, der schießt er mich. Hat mich schon mehrere Male angeschossen, verdammt. Ja, mir geht's genauso. Wir sind doch nur Reporter. Noch ein Ei. Ein Ei? Ach du Scheiße. Nur noch eins, ja. 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 Das kann ich bezeugen. Ja, hat er gesehen, weil er musste das flicken, weißt du? Das hat wehgetan. Das war so ich habe gerade Verstärkung angefordert und dann werden wir das Interview durchführen, Freunde. Und zwar freundlich. Habt ihr verstanden? Ich glaube. Ja, natürlich. Okay. Bin da unten bei der Bar. Scheiße, jetzt hab ich's laut gesagt. Hinter der Bar? Ich leg dir deine Waffe. Wie war Ihr Name nochmal? Ja, danke. So. Die Zähne bewaffnet. Die Verstärkung ist nun eingetroffen. Oh. Bitte warten Sie, bitte. Ja. So, Bruder, du hast jetzt ein bisschen hingehalten. Ja. Das ist ein krasse Roleplayer, sagst du. Alles, was wir haben, hin und wir laufen weg. Wir wollen hier verhandeln mit so ein bisschen Roleplay. Ich weiß auch nicht. Ich würde dir aber gerne interviewen, was meinst du? Es tut mir sehr leid, aber ich bin nicht bereit zu verhandeln. Die haben mich gerade erschossen, ne? Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Ihr redet ja die ganze Zeit. Folgendes, Freunde. Ja, wir sind hier. Aber mein Freund ist ziemlich erzürnt und wutentbrannt. Oh. Aber er kann alles wieder nehmen, was er da hat. Genau, wir haben nichts gelootet. Hallo, da liegt gar nichts. Ja? Ich bin völlig emotionslos. Das ist völlig in Ordnung, was passiert ist. Nur ich empfinde doch schon ein gewisses Gefühl der Ungerechtigkeit. Ja. Des Kosmos willen, muss ich sagen, muss hier noch eine Person sterben heute. Oh. Okay. Und das wird nicht wieder ich sein. Ich opfere mich auf. Ich opfere mich. Die Opfer kommen runter. Nein, nicht du. Ich habe ihn getötet. Ich opfere mich. Ja, okay. Ja, ist okay. Mir ist das egal. Du gehst Du willst... Also, okay, warte. Also... Eine Frage noch, wie heißt du bitte? Sagen wir mal. Ich heiße Tommy Murphy und mein Freund Isaac Rosenstiel. Genau, der Goldjunge. Der Goldjunge. Richtig. Bist du jetzt immer noch da am Kacken? Ja, ich hoffe. Aber verwundert mich, runterpushen. Nur weil ich im Körper einer Frau stecke, dass ich fühle mich einfach so. ich habe euch gehört, ihr seid oben. Ja. Ja, das ihr ist seid aus der gleichen Etage. Ja, aber ihr seid aus der gleichen Etage. Aber vielleicht, Tommy, vielleicht nimmst du mal die Waffe runter. Einfach. Ich hab Angst. Aber du opferst dich doch sowieso jetzt, vielleicht... Der hat immer noch nicht gesagt, wie er heißt. So. Es spielt auch keine Rolle, pass mal auf, Bruder. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal ins Haus gegenüber. Das Vertrauensband zwischen uns beiden hier? Ja. Oder uns? Weiß nicht, ob die das gesehen haben. Wenn ich jetzt getötet werde, dann könnt ihr... Oder das Goldkehlchen da, das hole ich mir jetzt gleich. Wenn ich mich jetzt aufopfere... Den einen habe ich schon angeschossen. Die sind ja ganz nett und so, Roleplay und so, aber ganz ehrlich... Dass du deine Wut auslassen kannst. Ich verstehe deine Emotionen. Aber vielleicht können wir... Sie reden immer noch, ne? Das ist so geil. Anders reden. Ah, die stehen oben im Flur, ne? Mit Handschellen fesseln und rausbringen. Bringt das nichts, wo du bist? Nee, leider nicht. Wäre das eine Option? Wir opfern... Das ist immerhin eine Tür ist offen. Ja, ist schwierig, da jetzt einen wegzuholen. Aber kann ich da halt nicht hinschießen. Aber ich hab auch keine Schüsse. Und schon gar nicht mit einer Pistole. Steht ihr da? Weiß nicht, ich guck mal um die Ecke. Muss mal um die Ecke gucken. Ich hab jetzt gerade einen gesehen, okay. Die sind vielleicht doch im Raum oben. Ich nehme meine Waffe aus der Hand. Ich weiß nicht, was die jetzt vorhaben, so, ne? Ich hab nur eine Machete in Hand, das ist Verteidigung. Selbstverteidigung. Ja, er hat eine Kapuze. Oh mein Gott, hat die die schießen von oben auf der anderen Seite. Scheiße. Hey! Oh, jetzt sind sie mad, glaube ich. Hey, ich dachte, wir sind Freunde. Oh, jetzt sind sie wirklich mad. Wir dachten, wir sind Freunde. Kommen die jetzt oder wie? Nee. Alex? Wenn die runtergehen, musst du schießen. Hat der vielleicht was? Die kommen runter, ne? Die kommen runter? Oh shit. Bruder, ich komm zu dir. Ja, oder hat nichts, ne? Einer ist dead. Einer ist dead, was? Ja, ich hab einen gekillt. Okay, ist Gerechtigkeit eingekehrt hier im Hause? Achtung, einer ist unten irgendwo, ne? Pass auf, bitte.
Wo ist unten? Eingang irgendwo. Ich bin erste Etage wieder. Wo ist der jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ist der rausgerannt? Ich kann sein, ich weiß nicht, Bro. Also, erste Etage ist er nicht mehr. Du meinst komplett die Treppe runter? Ja, safe. Kommst du jetzt gerade hoch? Nein, ich renne unten rum. Pass auf, dann ist der raus vielleicht. Dann sollten wir ihn looten hier oben, oder? Das bin ich hier, das bin ich. Ah! Achso, hier bist du, ich dachte, du bist noch auf dem Klo. Nee. Okay. Aber dann ist der weg, oder was? Pass auf, nicht, dass der jetzt vielleicht im Gebäude gegenüber hockt. Vielleicht habt ihr euch gerade verfehlt. Wollen wir den nicht looten auf geil? Ich geh mal hoch. Ja, pass mal auf, wir können ein bisschen das Fenster wohnen. Oben ist clear, okay. Ich mach mal hier ein paar Türen zu. Hier sind aber einige Leichenteile auch. Okay, meinst du, hier hat schon... Oh, das ist die aber... haben sich doch schon das eine oder andere zu Schulden kommen lassen. Oh, die Millimeter brauche ich. Ja, nimm. Bruder, die haben noch kranken Stuff dabei, so, ne? Ah. Also, das sage ich nicht nein, Freunde. Nee, Rucksack habe ich noch. Ein bisschen grab ich da noch rein, ne? Ja, hier Handschellen natürlich fürs Roleplay gleich. Wer weiß, was man noch braucht, ne? Hier die PK. Bisschen Fonta. Ja, tut mir natürlich leid für ihn, aber ich muss natürlich auch ein bisschen, Freunde, meinen Bruder rächen, ne? Hier oben hast du gecheckt, ja? Da oben ist nichts mehr, ne? Okay, nee, hier scheint nicht zu sein. Vielleicht noch auf dem Balkon, das könnten wir nochmal... Wahrscheinlich Balkon, Alter, warum sage ich das? Wie nennt man das denn hier? Terrasse, naja. Dach einfach, Dachgeschoss, Vorgarten. Draußen. Vorgarten, ja, das stimmt natürlich. Das sind natürlich einiges. Naja. Ja, da haben wir natürlich gerecht hier, ne? Wie schnell das Roleplay zu Ende ist, wenn einer von denen abgeknallt wird, ne? Ja, ne? Direkt abgezogen, oder was? Ja. Wenn aber sie uns killen, wir sind Peterle und Goldkehlchen. Peterle und Goldkehlchen. Wenn einer von denen abgeknallt ist. Das ist echt so, Alter. Die Leine hier, oder was? Naja, ist ja nicht schlimm irgendwo, ne? Ja, gut. Alles klar. Ich würde sagen, Bruder, wir bereiten uns vor auf die Gag-Sektion. Ja. Und machen hier erstmal einen Cut. Ja, Mann. Nice. Guck mal hier. Was ist los? Ich sah noch so viele Menschen, die kriegen schon einiges ab, ne? Die sind nicht ganz ohne. Ja, also ich... Cool, dass sie geredet haben, aber ich glaube, das waren trotzdem Massenmörder. Ja. Ja, da geht's nämlich schon weiter da hinten. Der eine ist irgendwie durchgezogen, Freunde. Ich weiß auch nicht. Was? Ja, wir haben natürlich noch eine Gag-Sektion jetzt, die wir gerade hier minutiös vorbereitet haben. Wir brauchen immer so ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis wir die Gags durchgelesen haben und selektiert haben. Wer ist das denn? Das ist der Roleplayer. Ja? Das ist der Roleplayer. Hallo. Wo ist der? Ihr habt meinen Kollegen gerade getötet, oder? Ja. Nee, das stimmt nicht. Ich bin Tommy. Doch. Yeah. Sind wir eigentlich quitt, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Ein Blut für das andere. Wie wär's mit... Verdammte Scheiße. Wie wär's mit... Quitt? Nee, ne? Wie wär's mit Hände hoch? Dass alle beide stehen? Oh, der aimt schon runter, der aimt schon runter. Warte. Bleib stehen, wo du bist. Der aimt einfach schon runter, der Bruder, ne? Ja, ich töte euch nicht, okay? Wir haben jetzt... Blut gegen Blut haben wir gerade gemacht. Ja, dann komm doch einfach runter und dann können wir das unten klären. Dann können wir endlich dieses Interview führen, so, ne? Was wir die ganze Zeit eigentlich haben wollen. Wir sind Reporter. Ja. Ja, Reporter, ich weiß, aber, Pass auf, Bruder, also, du kannst uns jetzt einfach jetzt, eine Frage beantworten. Ey, hör mir mal zu jetzt. Du kannst uns eine Frage beantworten. Ja. Und dann gehen wir hier friedlich auseinander. Oder du kannst das lassen. Okay. Und dann wird's nochmal riskant, okay? Verstanden? Aber müssen wir Face-to-Face-Interview machen oder können wir so machen? Nein, das geht so. Pass auf. Okay. Warum lass mich da in Ruhe. Warum spielst du jetzt gerade nicht auf Sakal? Daisy Frostline. Bibo Frostline? Ja, weißt du, was das ist? Das ist das neue DLC, ne? Richtig. Warum spielst du das gerade nicht? Eigentlich bin ich tatsächlich... Okay, wir müssen das doch mit Gewalt lösen. Nein, stopp. Also, jetzt pass auf. Okay. Sorry. Ich war gerade verwirrt. Ich musste überlegen. Ich will mir es kaufen eigentlich, aber ich habe jetzt DayZ schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich habe jetzt mit einem Kollegen erst vorgestern oder so, gestern haben wir angefangen wieder zu spielen. Ja, haben wir erst ein paar Server durchprobiert, aber ich bin, ich habe jetzt so viel positives Feedback gehört von dem Spiel, also von dem DLC, außer das Einzige, wo jeder sagt, man erfriert gefühlt immer die ganze Zeit, weil es arschkalt ist natürlich. Ja, das ist auch aber, so, das ist richtig. Aber ich wäre, ich bereit, mein Kollege... Nee, wir wollen dich nicht überzeugen, Jonas. Wir wollen nur wissen, warum. Es geht nur ums Warum.
Aber das wissen wir ja jetzt schon. Angetestet. Den können wir eigentlich gehen jetzt, oder? Eigentlich schon, ja. Aber ich komm. Lass danke, einfach abhauen. Danke für die Kooperation. Bis dann. Das ja, war alles. Hab einen schönen Abend. Ciao, mach's gut. Aber was macht ihr eigentlich? Wir sind Reporter. Dankeschön für die Antworten. Ciao. Aber ich will rauslaufen. Er redet noch weiter. Er redet einfach weiter. Das ist geil. Ich muss sagen, nicht ganz geheuer, aber nett. Ja, ich meine, muss ich schon sagen. Ich glaube, eigentlich im Inneren guter Kerl, aber... Ja, ich meine, ja. Nicht immer. Ne? Wir alle haben unsere Laster. Und natürlich. Fehler und... Jeder Mensch macht Fehler. Das ist menschlich, ne? Ja, absolut, ja. Gut. Ja, dann haben wir, ich glaube, wie viele Leute haben wir jetzt interviewt? Ich glaube... Drei. Oder? Stimmt, ja. Ich glaube, der erste wusste es nicht, der zweite konnte nur Brasilianisch. Und er, ne? Der erste war neu im Game sogar. Stimmt, der war ganz neu im Game, ne? Ja, krass. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich schon mal ein ganz gutes repräsentatives Meinungsbild erfasst. Richtig, das werden wir dann auswerten und dann... Ich würde sagen, wir starten in die Gag-Sektion, oder? Achso, klar, die Gag-Sektion, Freunde. Ihr wart schon die ganze Zeit hier, ja? Nicht? Und ich würde sagen, wir starten mit Svenderle. Und Svenderle, du kannst vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, warum du nicht Daisy Frostline spielst. Nehme ich jetzt mal an. Ich meine, den letzten Spieler haben wir gerade getroffen. Oder ist er der Camper? Auf jeden Fall hat er geschrieben. Hashtag Gag, Hashtag Daisy, Hashtag 19 Uhr. Hashtag nice, perfekt, haben wir auch lange nicht mehr gesagt. Was macht ein Dieb im Zirkus, Bruder? Weiß ich nicht. Downed. Oh, lustig. Ja, okay, das ist ja voll naheliegend, Alter. Ja, ist naheliegend. Krank. Aber auch lustig, finde ich. Also ich habe wirklich gelacht, so, ne? Als ich das vorhin gelesen habe. Jetzt nicht mehr, ich kenne den Gag jetzt schon. Jetzt mach du mal bitte. Was genau. Ich habe einen von KMK Scoot. Und zwar Hashtag Daisy, Hashtag Gag, Hashtag 19 Uhr. Ja. Wie nennt man einen schlafenden Kuchen? Einen schlafenden Kuchen? Ja. Einen... Oh, ich glaube, ich hab's. Sag bitte. Pancake? Ein Pancake, Baby! Scheiße! Wow. Oh mein Gott, Alter. Grüße gehen raus. Direkt hinlegen. An KMK ist gut. Auch du kannst gerne schreiben, warum du Sakal nicht mehr spielst. Oder ob du es überhaupt schon mal jemals gespielt hast. Danke für dein Gag. Grüße gehen so dick raus, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir noch jemanden finden hier in der Stadt. Ja. Vielleicht finden wir noch eine Person, die wir fragen können. Stimmt. Und, weil 3 ist schon ein bisschen low, ne? Ja, 4 wäre schon geil. Wir sind 100 Leute auf dem Server und wir haben 3 befragt. Ja, die anderen 2 haben uns ja getötet. Ja. Ja. Keiner Cut. Nice, perfekt. An der Schiene! Wo? Da an der Mauer! What the fuck? Einmal hin? Da, wo ich eine Höhe. Da in der Lücke, oder was? Ja. Oh, ich glaube, ich sehe es. Was will der von mir? Ist der rechts am Busch? Nee, hinter der Mauer. Okay. Ich weiß nicht, was der von dir will. Er hat, glaube ich, geredet. Ja, ich näher mich mal von der Seite hier. Deck mich mal kurz. Das Problem, was für Decken, ich bin im Zug. Das Problem ist, er hat geaimt, darum. Hallo? Ich habe jetzt mal versucht, hier zu sprechen. Leider keine Antwort erhalten. Ja, vielleicht ist er auch durchgezogen, oder wie? Weiß ich nicht. Soll ich mal über die Mauer springen? Ich bin bald bei der Mauer. Bin drüber? Bin bei dir. Ich sehe nichts. Hallo? Hallo? Der ist weg, der ist abgehauen, der hat Angst. Ja, aber wir brauchen ihn. Aber ist es. Vielleicht ist das dasselbe Typ. Oh Gott! Wo? Oben! Ja. One-Shot dead! Ein Schuss! Bro, ich bin auch schon wieder am Einsatzort. Ich hatte einen guten Spawn. Hier in Elektro. Wo liegt dein dreckiger Körper da unten? Mein dreckiger Körper liegt unten tot nach einem Schuss. Wahrscheinlich direkt mal, in meinen Schädel rein. Hier liege ich. War nicht mal ein Headshot. Perfekt. So lieben wir das doch. Perfekt. Nice. Ziehen wir hier alles nochmal an, Freunde, auf süß. Ja, auf süß. Guck, ich werf nochmal hier den Rucksack runter. Ja, das ist gut. Pass auf. Das ist natürlich gut hier. Ja. Man muss jetzt zum Abschluss fürs nächste Mal direkt ein bisschen Loot, Freunde. So ist das hier in der Daisy Standalone. Frostline. Natürlich Cernarus, nicht Frostline, Freunde. Alter, was hat er denn alles hier? Ja, es geht. Ist jetzt auch nicht so super viel, ne? Aber ein bisschen Essen, Trinken, so kann man immer mal gebrauchen. Ja, alles gut. Und damit würde ich sagen, haben wir hier noch einen kleinen Win erzielt.
Was heißt win, ne? Na, ich habe auf die Fresse halt jetzt nicht, warum man nicht Frostline spielt. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns nächste Woche wieder, oder? Würde ich auch sagen, Freunde. Würde ich sagen, ab ins Outro. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Kostenloses Abonnement. Und reinschreiben, warum ihr kein Sakal mehr spielt, oder? Also, wenn ihr es nicht mehr spielt, ne? Ja, vielleicht genau. Ist ja doch der ein oder andere noch da. Alles klar, bis alles nächsten Sonntag. Nice. Das war das heutige Video, das ist nur so mit Daniel Luzi. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Mischung mit Sakal und Chernos. Wir mussten leider wieder auf Chernos gehen, weil Sakal, also die Server, die wir gespielt haben, einfach alle tot schon, ne? So 19 Spieler, 18 Spieler, einfach nicht mehr spielbar gewesen. So Primetime, muss man auch noch sagen. Aber auf uns ist natürlich Verlass hier fürs Volk. Ein Überlängenvideo kam natürlich trotzdem raus. Ich hoffe, ihr freut euch. Lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar. Kostenloses Abonnement, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich blende euch hier sogar die Leute ein, die sogar kostenpflichtig abonniert haben. Danke, Jungs und Mädels, für euren Support. Wenn ihr das Video geschaut habt hier am Sonntag, bin ich wahrscheinlich schon wieder am Livestream auf Twitch. Die Daisy Standalone mit der Crew, schaut gerne vorbei. Hier in den Chat, würde mich freuen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unten oder ansonsten auf Twitch einfach nach Luzi YT suchen. Würde mich freuen. Ansonsten bis zur nächsten Woche oder zum nächsten Video. Euch noch einen schönen Abend, euer Luzi und ciao.